Von der Farbnote ist es schwer dem Lipton ähnlich. Kann vielleicht durchaus sein, dass hier sogar Lipton dort abfüllt. Oder für die Firma O'Brien. Das ist aber jetzt wirklich das Süßeste von allen bis jetzt. Okay. Am wenigsten kommt hier die Frucht der Pfirsich rüber bei diesem. Er ist stark gezuckert. Stärksten von allen. Ah. Also, da merkt man, das ist dann wirklich nur mehr aufgezuckert. Das ist der billigste. Also, der kann wirklich nichts. Was? Das ist einfach. No. Es ist Oishi. Sehen Sie, und das ist eben live beim Soda-Giganten hier mit dem Verschluss. Oishi, die stylischsten Flaschen. Ihr seht es, schaut ihr sogar hier auf dem Verschluss Peach. Sehr geil das Design. Und natürlich die Flasche. Dieses ja, wabenartige Fläschchen hier. Oishi Peach Green Tea, schauen wir mal. Das ist schwer zu. Das ist eben sehr schwer, weil da wenig rauskommt. Pfirsich hier ganz wenig. Das ist eher nur. Also da muss ich sagen, das liegt hier definitiv an der Flasche und an der Verpackung, dass ich hier. Hier kommt fast nichts rüber. Das kann man hier nicht deuten. Da muss ich definitiv nur eine Geschmacksprobe machen. Vom Ton her sieht der mir sehr eher ins Orangengehende aus. Also ich vergleiche jetzt ihn am ersten mit dem Raucheistee. Alle anderen sind relativ dunkel. Probieren wir mal diesen Oishi. Der ist sicher ganz anders. Mmh. Ich lasse das länger wirken jetzt. Überhaupt nicht vergleichbar mit diesen fünf Sorten. Das ist extrem teelastig. Da schmeckt man richtig die Teeblätter. Der Pfirsich geht hier am meisten unter. Oishi hat einfach eine eigene Note und es steht hier, aus grünen Teeblättern gekochtes natürliches Erfrischungsgetränk. Ja, also hier wird wirklich mehr auf dieses klassische Teegetränk Wert gelegt. Der Pfirsich geht unter. Machen wir jetzt noch eine Probe. Da spürt man das richtig an diesen Tee, der Geschmacksbelag des Tees auf der Zunge und auf dem Gaumen. Shake well, das haben wir gemacht. So, der letzte. Geschmacklich muss ich ehrlich sagen, momentan hat mir sehr gut geschmeckt, der, muss ich sagen, der Rauch. Der war leicht, der war erfrischend, der war nicht zu überzuckert. Auch der Pfanner hat sehr intensiv, wenngleich ein bisschen süßer war. Lipton ging auch, Nesty hat mir dann wieder weniger geschmeckt. O'Brien konnte gar nichts. Und Oishi ist gewöhnungsbedürftig. Und jetzt kommt Arizona Peach. Das ist US-Style Eistee. Ich mache jetzt gleich wieder zu. Warum? Dieser Erstgeruch ist komplett anders. Das ist wirklich, das erinnert mich an meine Aufenthalte in Amerika. Ich habe dort unzählige Softdrinks probiert
Und genau das ist eben ein Special-Geruch. Erinnert mich auch ein bisschen an die Snapple-Eistees, da gibt es auch welche. Ich habe leider, bei uns gibt es dieses Getränk nur mehr in speziellen Geschäften. Hätte ihn auch in der Sendung gern genommen, aber ich habe keinen gefunden. Snapple. Der Peach-Geruch kommt hier etwas anders rüber. Es kommt hier nicht so intensiv nach der Teegeruch rüber. Das ist echt special. Also das ist dann eher schon fast schon ein bisschen Fruchtsaft, mehr Fruchtsaft als Tee. Vom Geruch her. Vom Geschmack her probieren wir es gleich aus. Okay, da haben wir also ein relativ dunkles Getränk jetzt. Ich kann es ja farblich durchaus mit dem Lipton-Eistee farblich vergleichen. Und ich werde jetzt die siebte und letzte Sorte hier, Arizona, probieren. Markant, kräftig, geht aber sehr leicht runter. Süß. Definitiv auch nicht sehr teelastig, wie zum Beispiel jetzt diese Lipton und Uishi Sache. Also, ich muss sagen, der ist erstens einmal sehr erfrischend und kommt in der Mischung jetzt zwischen Fruchtsaft und Teegetränk, findet er die perfekte Mitte. Also ist nämlich beides da. Jetzt mache ich die Vergleichsprobe mit den anderen Sorten. Allerdings mit den Sorten, die mir gut geschmeckt haben. Jetzt probiere ich mal den Rauch. Und den Nestea. Ah, pardon, den. Ich komme schon vor wie ein Barmixer. Und den Pfanner. Also, das sind so meine drei Favoriten jetzt. Und alle drei haben einen anderen Ton. Ich werde jetzt was probieren, ich werde euch das zeigen. Schaut her mal. Das ist jetzt komplett. Das ist der Pfanner. Arizona und Rauch. Hell, ist der hellste von allen ist der Rauch. Hat mir bis jetzt wirklich, der Rauch war echt gut. Sehr, sehr erfrischend. Rauch. Beim Rauch merke ich, der ist leicht und sehr erfrischend. Säuerlich, Zucker hält sich vor den Grenzen. Der Pfanner, teelastiger, etwas süßer, kräftiger, ein bisschen aufdringlich, aber nicht jetzt ekelhaften Geschmack. Der Arizona. Der Arizona geht ein bisschen weg von diesem teelastigen Ding. Aber trotzdem ein eigener Geschmack. Das war quasi eine Spezialausgabe hier beim Soda-Giganten. Was gibt es noch zu sagen? Fassen wir kurz zusammen. Da schwenke ich gleich auf die Flascherl hin. Also, der Raucher-Eistee ist sehr leicht, geht leicht runter, ist nicht so aufdringlich gezuckert. Der Pfanne-Eistee ist kräftiger als der Rauch, was den Teegeschmack betrifft, ist auch etwas süßer. Der Nestea ist eher schwach, der O'Brien ist mir viel zu süß. Der Uishi hat den
markantesten und stärksten Teegeschmack. Der Pfirsich geht mir da ein bisschen unter. Der Arizona Eistee, der ist, hat irgendwie einen eigenen Geschmack, wobei die Mischung es ausmacht. Der Teegeschmack ist nicht so extrem. Es kommt eher schon in die Fruchtsaftrichtung. Und der Lipton Eistee, ja, der ist auch relativ stark, was den Teegeschmack betrifft. Persönlich, meine Favoriten, wenn ich jetzt, würde ich sagen, also der Rauch hat mir sehr gut geschmeckt, auch der Pfanner und der Arizona. Also diese drei würde ich einmal jetzt herauswählen. Oishi ist gewöhnungsbedürftig, hoppala, da fliegen sie gleich um die Flascherln. Obwohl, wie gesagt, wenn man sich aufs Teegetränke steht, Oishi. Lipton hat mir eine Spur besser geschmeckt als der Nesty. Und der O'Brien, muss ich sagen, ist bei mir auf der Schlusslicht. Aber mit 69 Cent, was will man? Ich hoffe, ihr probiert den einen oder anderen aus. Ich persönlich werde jetzt alle wieder in den Kühlschrank stellen, einkühlen und zum Nachtmahl dann genießen. Das war's hier beim Soda-Giganten mit der Ausgabe des Peach Contests. Ich wünsche euch was, pfiat euch und auf Wiederschauen. Der Soda-Gigant.